Ultra Mont Blanc. Und hier sind wir wieder zu einem neuen Testbericht nach gefühlt Millionen von Jahren. Endlich mal wieder neuer Stuff hier auf dem Channel, den ich für euch getestet habe. Ich kann jetzt sagen, ich probiere wieder regelmäßige Videos zu machen, aber am Ende wird sowieso nichts. Deswegen bleibt einfach dabei, abonniert den Laden hier und dann bekommt ihr auch mit, wenn ich mal wieder ein neues Video poste. So wie jetzt. Und zwar Testbericht über den Ultra Mont Blanc. Was gibt es zu Ultra zu sagen? Die meisten von euch oder die ein oder andere wird es wahrscheinlich schon kennen. Nordamerikanischer Schuhhersteller. Die Besonderheit, das Alleinstellungsmerkmal sind die 0 mm Drop, also hinten die Ferse ist genauso hoch wie vorne der Fußball. Also man steht quasi flach in dem Schuh drin, nicht nach hinten oder oben gebeugt, sondern flach. 0 mm Zero Drop, genau, das ist das Alleinstellungsmerkmal von Ultra und hinzu kommt die relativ breite Zehenbox, die auch typisch ist für die Ultra-Schuhe. Also ein bisschen anderes Laufgefühl verglichen mit den Salomon, Speedgoat, Sauconys, weiß der Geier was alles auf dieser Welt. Genau, die Ultras. Und jetzt eben der Mont Blanc, ein Ultra-Trail Rennschuh. Ich glaube, so ungefähr steht es auf der Homepage von Ultra. Dafür soll er wohl gemacht sein. Ich habe ihn getestet und kann sagen, gemischte Gefühle, würde ich sagen. Gell? Gemischte Gefühle. Wir fangen mal an bei der Außensohle. Die Außensohle ist eine Vibram Lightbase Sohle. Die meisten kennen wahrscheinlich noch die Vibram Mega Grip Sohle. Lightbase ist einfach nur 30% leichter, 50% dünner. Genau, bei aber gleicher Performance wie die normale Mega Grip Sohle. Wenn man hier mal schaut, das Profil, ich packe mal eine Mega Grip Sohle in dem Fall von dem Evo Speedgoat von Hoka nebendran. Es ist ein bisschen mehr Profilstollen als hier, aber ansonsten rein äußerlich gibt es da keine wirklichen Unterschiede, ob jetzt Lightbase oder Mega Grip. Und auch von der Performance her muss ich sagen, bin ich mit der Lightbase voll und ganz zufrieden, genauso wie ich es aber auch mit der Mega Grip bin. Dass der Schuh relativ minimalistisch von Ultra gebaut wurde, das fällt auf. Zum einen, wenn man hier so ein bisschen durch das Obermaterial schon durchsehen kann, das ist relativ dünn. Wir schauen uns das später noch im Detail an. Und wirklich auffallend ist die extrem dünne, minimalistische Fersenkappe, die hier zum Einsatz kommt. Und allgemein das komplette Material, was doch sehr dünn ist. Also alles, was ich im Bereich des Fußes, der Fußfessel, des Knöchels befindet, ist doch wirklich sehr minimalistisch verarbeitet von Ultra. Das führt dazu, und das ist auch mein wesentlicher Kritikpunkt, mit dem ich gleich anfangen möchte, dass man in dem Fuß, in dem Schuh keinen wirklichen Halt findet. Zumindest ich finde keinen wirklichen Halt in dem Schuh. Ich habe jetzt hier schon die Marathonschnürung angewandt, also hier oben quasi mit der Öse, wo ich dann probiere, durch Festzurren die Fersen noch weiter an dem Fuß zu fixieren oder hinten die Fersenkappe, aber trotzdem, man steht zwar in dem Schuh sehr bequem drin, was sicherlich auch auf diese Vibram Lightbase Sohle und die ganze Mittelsohlenkonstruktion zurückzuführen ist. Das Gefühl ist wirklich sehr angenehm, aber man bekommt einfach keinen Halt an die Ferse. Ohne die Marathonschnürung bin ich hinten immer so ein bisschen nach oben gerutscht. Mit der Marathonschnürung rutscht es zwar nicht mehr nach oben, aber ich bekomme trotzdem keine Stabilität in dem Schuh. Ist auf Dirt Roads, Forststraßen, im flachen, im nicht technischen Gelände kein Problem, weil da brauche ich nicht ganz so viel Halt im Schuh mit meinem Fuß. Aber sobald es technisch wird, ist dieser Schuh wirklich in meinen Augen grausig. Ja, denn
Ich habe zwar vorne den Halt drin, aber hinten bekomme ich keine Stabilität rein und bin nur am Rumwackeln mit meinem Fuß und schaffe es einfach nicht, die nötige Kraft dann punktuell dorthin zu bringen, wo sie gebraucht wird. Und es macht alles andere als Spaß, mit diesem Schuh im technischen Gelände bergab zu laufen. So schön auch ist und so schön und robust das Obermaterial ist, mit einem Gesamtgewicht von 280 Gramm, spielt dieser Schuh in der gleichen Liga wie der Evo Speedgoat oder vergleichbar auch mit dem Olympus von Altra. Er ist ein bisschen schwerer als der King MT, vergleichbar mit dem Lone Peak von Altra, vergleichbar mit einem Sense Ride, schwerer als der Sense Pro, also durchaus ein Schuh vom Gewicht her, wo ich sage, jawohl, der macht Spaß, der siedelt sich klassisch da im mittleren Bereich an, ist also nicht ganz so schwer, aber jetzt auch kein extrem leichter Wettkampfschuh. Die Sohle ist super, das Gefühl im Schuh selbst ist super, aber wie gesagt, die Fersenkonstruktion ist wirklich ein absolutes No-Go und führt dazu, dass ich mit dem Schuh im technischen Gelände überhaupt keine Freude habe. Es geht, ja klar, wenn man ihn dran hat, man kommt schon irgendwie den Berg runter, aber flüssig, flowig sieht ein Downhill so auf jeden Fall nicht aus. Was haben wir trotzdem? Wie gesagt, die Qualität, die Verarbeitung ist top. Hier unten sind jetzt trotz der Kilometerleistung keine Stollen rausgebrochen. Man sieht kaum Abnutzungserscheinungen. Auch das Obermaterial ist in einem wirklich sehr guten Zustand. Wir haben klassisch den Gator Trap, also die Möglichkeit, Gamaschen von Altra zu befestigen, einmal hier hinten über Klett. Und dann werden die hier vorne normalerweise eingefädelt an der Schnürung. Ist eine super Sache, funktioniert tadellos. Und ansonsten ist es wirklich so, dass der Schuh echt einen guten Eindruck macht. Und ich habe mich riesig gefreut, weil er auch logischerweise irgendwo in dem Wettkampfsegment angesiedelt ist. Und ich dachte, hey cool, endlich mal ein Wettkampfschuh von Altra mit einer Vibram-Sohle unten drauf. Der Lone Peak ist ja auch cool, hat aber keine Vibram-Sohle, sondern die Altra eigene Sohle. Aber dann das mit dieser Ferse, dieses Fiasko. Also wenn Altra da hinten eine gescheite Fersenkonstruktion, eine gescheite Fersenkappe verbauen würde, dann wäre dem Schuh wirklich geholfen und ich glaube, der würde mal so richtig performen. Gell? Aber so ist es leider nur ein Schuh, der ein bisschen Abwechslung an den Fuß bringt, aufgrund seiner Bauart und der nicht vorhandenen Sprengung, die man mal hernimmt, wenn es wie gesagt nicht ganz so technisch auf irgendwelchen Dirt Roads und Forststraßen nach oben oder unten geht. Aber sobald es ins technische Gelände geht mit dem Schuh, wird das leider nichts. Da werden wir leider keine Freunde, Altra. Wäre cool, wenn du einfach die Fersenkappe von dem King MT oder von dem Lone Peak nehmen würdest, da drauf baust und dann, glaube ich, wäre das echt eine feine Sache. Trotzdem schauen wir uns die Details des Schuhs noch mal ein bisschen näher an und zoomen mal noch ein bisschen rein und schauen mal, was Altra da wie wo verbaut hat. Ja, und dann schauen wir uns den jetzt mal hier noch an. Den Altra Mont Blanc. Wie gesagt, wir haben eine Vibram Lightbase Außensohle. Hier mit dem Profil. Ist jetzt kein extrem tiefes Profil, aber klar, für einen Schuh, der sich im Ultrabereich ansiedelt, der mit relativ vielen Gegebenheiten auf den Trail auskommen muss, gell? Gerade wenn man ein Ultra läuft, 100 Kilometer, 100 Meilen, da kann man jetzt keinen Schuh erwarten, der jetzt hier die Mega-Stollen hat und dann im Matsch mega-grippt, sondern man will was Ausgewogenes, was am besten einen die kompletten 100 oder 100 Kilometer oder 100 Meilen begleitet, egal in welcher Wetterlage. Und deswegen ist es wirklich ein sehr ausgewogenes Profil. Man sieht hier auch keine wirklichen Abnutzungserscheinungen, die ich auf dem Schuh bisher habe. Ist aber auch klar, weil ich mit dem jetzt natürlich nicht überwiegend im Gelände unterwegs bin, weil ich festgestellt habe, wie gesagt, dass er für das Gelände, wo ich gerne unterwegs bin, in dem technischen nicht unbedingt geeignet ist. Hier sieht man jetzt nochmal ganz gut, wie dünn doch dieses Obermaterial verarbeitet wurde, was dann eben dazu führt, dass man hier hinten dann eben nicht den nötigen Halt im Fersenbereich bekommt. Die Zunge ist genauso minimalistisch verarbeitet. Hier auch zum Reinschlüpfen so ein bisschen sockenartig wie bei Salomon. Sie ist fest vernäht, die Zunge, mit dem Schuh, was dazu führt, dass sie nicht verrutscht beim Laufen, was schon mal gut ist. Aber das Problem ist eben auch durch die Marathonschnürung, mit der ich eben versuche, die Ferse
noch mehr zu fixieren, übe ich hier oben einen relativ großen Druck aus. Man sieht ja, dass der Schuh auch an sich schon relativ eng geschnürt ist. Ganz einfach, weil ich ihn wirklich fest am Fuß sitzen haben möchte. Und die enge Schnürung übt eben den nötigen Druck, wohl oder übel, auf dem Fußspann oben aus. Und da ist so eine relativ minimalistische, ungepolsterte Zunge natürlich ja, semi-cool, weil der Druck dann hier oben punktuell natürlich größer ist. Wenn ich hier jetzt keine wirkliche Dämpfung, keine Polsterung verarbeitet habe, als wenn ich jetzt hier eine dickere Zunge hätte. Ja, und so kommt dann eben eins zum anderen. Probiere ich den Schuh noch mehr zu fixieren, um wirklich fest zu schnüren. Übe ich hier oben mehr Druck auf, der dann auf den Spann drauf geht, was unangenehm wird beim Laufen. Schnüre ich ihn ein bisschen lockerer, dass hier oben Luft des Platzes und eben nicht der Druck punktuell auf den Spann wirkt, habe ich hinten keinen Halt in der Ferse. Ja, doof, wirklich eine doofe Konstruktion. Ansonsten habe ich an diesem Schuh wirklich nichts auszusetzen. Bin mit der Verarbeitung rundum zufrieden. Auch mit dem Laufgefühl an sich, wenn man jetzt von dieser losen Ferse mal absieht, gibt es echt nichts auszusetzen. Aber es bleibt einfach alles am Ende des Tages, reduziert sich alles auf diese Ferse, ja? Auf diese Fersenkonstruktion da hinten. Da bringt hinten auch das Hochgezogene nichts und diese tolle Lasche zum Anziehen. Einfach doof. Ja, Alter, schade. Wäre echt wirklich ein cooler Schuh geworden, gell? Wenn dieses Ding mit der Ferse nicht wäre. Ich bin nicht alleine mit diesen Fersenproblemen. Wenn im Netz ein bisschen stöbert, wird auf den einen oder anderen Bericht stoßen von Leuten, die genau das gleiche Problem haben. Also es liegt nicht an mir oder meinem scheppen Fuß, sondern es scheint echt was dran zu sein, dass diese Ferse einfach noch nicht wirklich ausgereift ist, diese Konstruktion. Ich hoffe oder ja, ich gehe stark davon aus, dass Altra diesen Schuh trotzdem beibehalten wird und in einer Version 1.5, 2.0, 2.5 dieses Fersenproblem auf jeden Fall angehen wird. Da hinten quasi einfach eine neue Fersenkonstruktion draufflanscht und dann, glaube ich, hat dieser Schuh echt Potenzial und wird richtig Spaß machen draußen auf den Trails. So bleibt es halt für mich leider nur mein Abwechslungsschuh, mit dem ich ab und zu mal ein bisschen auf den Dirt Roads hoch und runter renne. Mehr aber auch nicht. Schade, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf und behalte auf jeden Fall den Altra Mont Blanc 1.5, 2.0, 2.5 im Auge. In diesem Sinne, Leute, macht's gut. Behaltet auch diesen Channel hier im Auge. Am besten abonnieren. Irgendwo da unten ist so ein Button, eine Glocke, keine Ahnung. Dann bleibt ihr nämlich auch am Ball, wenn die nächsten zwei Schuhtests von den Dingern, die hier unten stehen, demnächst online gehen. Also, es kommt wieder was auf euch zu. Bleibt am Ball, habt Spaß auf den Trails. Genießt den Sommer. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.